Ich habe noch Nüsse. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pox und das hier ist Savage Lands mit Droplay. Und dem Pox und wir sind umzingelt, Pox, sehe ich gerade. Hinter uns ist noch einer. Ich werde Nüsse essen. Ich kann Nüsse nicht essen. Ich kann Nüsse. Egal, ich stürme jetzt auf ihn drauf. Okay. Ja, du hast ja zwei Schwerter. Mach, was du willst. Ja. Alter, der hält aber mehr aus. Ah, nein! Nicht mich eben. Oh, ich darf direkt dem anderen in die Arme. Sechs Platz Rucksack, das ist auch schön. Gut. Hast du noch Fleisch? Nein, habe ich doch schon gesagt. Schon in der letzten Folge. Aber hier ist noch ein Schwert für dich. Ist da noch drin. Ich versuche das Räder zu erwischen. Was? Nein! Der kam von hinten. Oh, Pox, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Bis du den Weg gefunden hast, ich muss dich also wieder abholen. Ich hab mir in der Folge den. Nein, ach so. Ja, überleg mal, wo du jetzt überall langlaufen musst. Warte mal, wir werden es gleich sehen, wenn ich auf Respawn drücke. Ich sehe ja meinen Todespunkt. Es sind nur 1500 Meter. Passt schon. Ich werde mich jetzt in deine Richtung begeben und dann. Weil du kannst mein Zeug ja eh nicht looten, oder? Nee, meine Tasche ist voll. Ja, dann komme ich lieber zu dir. Der Drache spuckt währenddessen ein bisschen mit Feuer. Oh mein Gott. Bin ich immer gut, dann wird es nicht so kalt bei Nacht. Ich versuche immer noch das Rätsel zu erwischen, damit ich überhaupt was essen kann. Ich bin auf der Insel gespawnt. Echt? Anscheinend, ja. Das ist ja natürlich eine gute Nachricht. Das heißt, dann würde ich hier irgendwo in der Nähe das Feuer platzieren. Ich bin kurz vorm Verrecken. Shattered Skull Reef. Was, bin ich doch nicht auf der Insel gespawnt. Ich bin echt kurz vorm Verrecken. Und nicht du auch noch. Aber ich muss auf der Insel sein, weil hier laufen überall Gardens rum, also so. Ich kann Basic Bandages herstellen. Oh, geil. Oh. Jetzt ist die Nacht vorbei. So, jetzt muss ich Holz sammeln und mir schnell ein Feuer machen, damit wir irgendwas haben, wo wir dann... Ja, wo wir uns aufwärmen können, wo wir uns mal kurz ein bisschen beruhigen könnten. Vielleicht so nach zwei Eugen voller Action. Zwei Folgen voller Action. Genau. Ich würde fast sagen, ich mache das hier unten am Strand. Alle hinten. Los. Ich mache es nicht am Strand. Der Strand ist voller Skelette. Ich habe mir das gerade mit dem Strand nochmal ein bisschen anders überlegt. Also ich würde sagen, also hier so mitten in der Schräge, das ist doch, das klingt nach einem Plan, oder? Ja, das ist... zwischen Skeletten ist nicht so gut. Ah, Feuer. Hätten wir jetzt eigentlich nicht genügend Schädel, um uns da drüben irgendwie was zu bauen? Du meinst, wo wir sagen könnten, hey, yo. Stimmt, wir können ja hier einen Respawn-Punkt jetzt bauen. Stimmt, jetzt was du sagst. Und die Frage, muss sich hier jeder seinen eigenen bauen, oder? Ja. Yep. Komplett keine Ausdauer mehr. Set Spawn Point. Danke. So, jetzt ist die nächste Sache. Da ist der nächste Ritter. Den schnapp ich mir jetzt. Ah, der könnte auch mal was anderes droppen als immer nur ein Schwert, ne? Ja, ein Helm, eine Brustplatte. Ich bin dafür offen für alles im Prinzip. Ich bin sowieso immer offen für neue Sachen. Handschuhe mit 220 Ausdauer. Hm, das ist schön. Natürlich wieder Schwert. Ist aber egal. Und noch einen neuen Rucksack. Okay, jetzt brauche ich nur noch endlich eine Brust. Brust wäre jetzt. Ich weiß, dass du die Brust brauchst. Ich gebe sie dir auch gleich. Was, das ist eine Brust? Oh, das ist ja lieb von den Rehen. Rennen schon direkt zum Feuer. Ich habe nur ein Problem. Ich habe keine Pfeile mehr. Und die sehen mich, weil ich direkt von vorne komme. Und wer stirbt? Oh, nicht ich.
Wieso solltest du sterben? Weil ich durchs Wasser gegangen bin. Um auf direktem Wege zu dir zu kommen. Weiß zwar nicht, warum ich durchs Wasser gehen musste, weil das sind wir letztes Mal auch nicht. Oh, Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Kochen. Oh, ich muss nie ans Feuer. Oh, Fox, du glaubst nicht, ich hab Fleisch. Yes. Es war nur eins bisher, aber egal, ich hab Fleisch. Ja, ist ja egal. Besser wie gar keins. Luya Sogi ist wart Licht, da siehst du gerade besser aus. Hä? Klar sehe ich mit Licht besser aus. Jeder sieht im Licht nicht besser aus. Oh, da kommt das Ding schon wieder von vorne. Da komme ich doch gar nicht ran, du blödes Vieh. Sag mal drum. Ja? Was macht deine Haarfarbe gerade eigentlich? Ich habe ja mitbekommen, du hattest irgendwann mal orange Haare. Ah, die ist doch schon lange wieder weg, lieber Box. Die ist doch schon lange wieder weg, die orangene Haarfarbe. Ja, dann wird es ja Zeit. Beziehungsweise die rote. Dann wird es ja Zeit. Mhm. So, jetzt macht ihr euch pinke Haarfarbe, ne? Wobei ich mir das gut vorstellen kann. Mich würde ja interessieren, was du eigentlich mit der Zitrone und Corti meintest. Das hatte mich ja interessiert, aber leider... dauert das noch ein bisschen, bis ich das erfahren werde. Es dauert noch... Ja, okay, ich mache jetzt keine leeren Versprechungen mehr, weil sonst wird das nicht... Maximal noch 10 Wochen. Nach dem Stream wird's aufgenommen. Ja, die das, letzte das Folge hast du ja immer noch nicht, also... Eben, die wird nach dem Stream aufgenommen. Und dann musst du ja auch noch die von dieser Woche. Ja, die wird zusammengefasst. Ja, das, wenn ihr euch was vornimmt, aber keine Zeit dafür habt. Null. Überhaupt nicht. Weiß nicht, was der Chat jetzt dazu sagt, aber... Ah, okay, gut. Der Francesco meinte, das Spiel sieht dann besser aus mit Licht, als wenn es dunkel ist. Und der meinte nicht uns. Gott sei Dank. Glaub mir, der Pox sieht besser bei Nacht aus. Den willst du untertags nicht sehen. Genau. Weil tags, wenn er dann seine tiefen Augenringe hat und so weiter, dann ist das schon... So, was will ich denn jetzt basteln? Das hat letztens zu mir jemand gesagt. Ich stand mit einem guten Freund bei jemand, hab mich unterhalten. Und dann sagte der, Gott, siehst du heute fertig aus. Also zu einem guten Freund von mir. Und ich sagte, ja, wir waren beim Feiern. Guckte mich an. Ja, Pox. So. Redet mir nicht den Namen, aber ist ja egal. Ja, Pox. Siehst immer so fertig aus. Bei dir ist das schon Dauerzustand. Also wir streamen alle 2 Wochen Savage Lands. Ich streame ansonsten fast täglich. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob der Pox selber auch streamt. Kann ich jetzt nicht sagen. Heute nicht. Heute nicht. Aber vielleicht macht das dann auch öfters. Keine Ahnung. Übrigens, die nächste Stufe von den Schwertern wäre dann das Bronzeschwert mit 32 Schaden und... Oh, scheiße, ich werde gerade überfallen von hinten. Von einem scheiß Skelett. Das Einzige, nur ein anderes hatte, Problem. Ich glaube, ich bin erfroren, bis ich da bin. Dann ess was. Dann ess was. Hab nichts. Was soll ich essen? Dann jag was. Mit meinem bloßen Fäusten. Das ist nicht abgehauen. Nein! Statt auf das Reh einzuschlagen, nimmt er das Holz. Ernsthaft? Das ist nicht doch mal Epic Fail. Toll, jetzt kommt die Katze und jetzt schlängelt sie sich um mich. Yeah. Zeig ich wieder das Katzenproblem. Katzenhalter hast du immer ein Katzenproblem. Wahre Schönheit kommt hier von innen. Richtig. Mit 5 Bier, dann sieht's auch wieder schöner aus, würde Pox jetzt sagen. Ja, ich kenne dich halt, ne? Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Irgendwo hier ist die Katze, aber ich sehe sie nicht. Die schleicht hier irgendwo rum und dabei, dass es weiß ist. Egal. Wisst ihr was? Ich habe jetzt eine ganze Folge damit verbracht, zu meinem Todespunkt zu laufen und... tot. Echt? Yep. Noch ein kleines bisschen Leben habe ich in mir. Und jetzt nicht mehr. Gut, dann ist dein Todespunkt, der andere jetzt weg. Ja, aber ich weiß, wo du stehst. Ich sehe dich ja. Über die komplette Map einmal. Ja, ich dich ja auch, aber das ändert ja nichts daran. Also soll ich dir doch ein bisschen entgegenkommen?
Und ich habe 2 Todespunkte von mir. Nein, ich werde es anders machen. Ich werde zu unserem ersten Lager gehen und mir da... Ja? Was werde ich denn da machen? Mir da ein bisschen Ausrüstung holen und dann erst weitergehen. Weil für ein Oberteil und für ein bisschen gekochtes Fleisch wird es ja wohl reichen. Also ich soll dich nicht abholen. Ich soll jetzt hier weiter hier auf diesem neuen Lager sitzen und hoffen, dass irgendwann der Pox kommt. Noch abholen. Wenn wir wieder dahin finden, dann gerne. Ja, der Pox kommt mindestens einmal täglich. Auf YouTube. So, ich schleiche mir mal wieder hier ein paar Rehe an. Also ich weiß nicht, ob ich bis 23 Uhr streame. Ich muss mal gucken, was ich dann danach noch gerne aufnehme. Eigentlich war das jetzt so nicht geplant, wobei ich eigentlich alle Aufnahmen für morgen fertig habe. Ich muss nur noch rendern. Eigentlich muss ich noch rendern. Das ist halt auch zeitlich ein bisschen bedingt beschissen. Eber, stirb. Stirb, Eber. Stirb. Stirb. Toll. Stirb. Ich habe hier einen Wolf, der gerade auf mich einbeißt. Aber gut, da kommt mal einiges. Ja, Wild ist hier wirklich massig bei mir. Aber wie du es auch gerade so schön sagst, es haut immer ab und man muss rankommen, weil ranschleichen. Ja, hätte ich jetzt einen Bogen mit schön den entsprechenden Pfeilen, dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Nein, nein, das Wild haut schon wieder ab. Nein, 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 nein. Ja, ich habe es erwischt. Ich habe nur noch wenig Energie, wenn jetzt ein Skelett kommt, bin ich tot. Vielleicht kann man den Spawn gemeinsam nutzen, das wissen wir jetzt gerade aktuell nicht. Wir haben jetzt auch schon echt lange dann diesen Spawnpunkt rumgehadert, sind jetzt halt mal ein bisschen jetzt unterwegs und ja. Oh, ich habe einen Pfeil gefunden auf dem Boden. Herr du hättest dir ja einen craften können zum Spawn, oder hast du schon? Ich habe einen Spawnpunkt mir gebaut. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal wieder was zum Anziehen. Viel besser. Muss ich nicht mehr nackt durch die Gegend laufen. Okay, und wie viele Kilometer musst du jetzt laufen? 1400. Also Meter. Oh, da oben kommt ein ganz einfaches Skelett. Oh, das ist ja süß. Das torkelt ja, hier genau. So rum. Hau ab. Hau ab. Blöde Eber. Oh, schon wieder schon. Unserer Chest ist mal nichts mehr drin. Außer ein kleiner Wolfspelz, den keiner braucht. Tja, was soll ich dazu sagen? Wolf gehabt, Pech gehabt. Pelz gehabt, so. Nein, ich werde nicht die Oscars gucken, während ich render. Wahrscheinlich werde ich mir entweder die neueste Folge von Dragon Ball Super angucken oder aber mir Pox seine ganzen Videos angucken. Mache ich auch gerne ab und zu. Ich gucke immer gerne auch bei anderen YouTubern, ja, während ich render. Hast dir mal eine Woche Zeit genommen, ja? Ja, Seite. Deine ganzen Videos, du weißt, wie ich das meine, die halt mich interessieren. Ach, das eine? Welches eine? Ich dachte, das andere. So. Oder das ist aber nicht auf YouTube. Oder dasjenige? Das ist auch nicht auf YouTube. Das ist auf YouPorn. Ah. Okay. So, ich höre hier Skelette, ich sehe hier Rehe. Meine Energie ist voll für den Hintern. Ah, das ist das Skelett wieder. Alles gut ist, diese einfachen Baby-Skelette, sage ich jetzt mal, wie ich sie so schön nenne. Ein Schlag und tot. Normalerweise droppen die Close Shreds. Ich glaub's ja nicht. Blödes Vieh. Von zu. Da hinten ist der Pox. Der muss diese ganze Strecke noch laufen. Ja, ich fälle jetzt erstmal den Baum. Mit den bloßen Händen. Baum fällen, mit den bloßen Händen. Weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, ich brauche einen epischen Stick. Was meinst du? Spirit Fingers. Das wäre auch nicht schlecht. Aber im ersten Moment reicht mir der Savage Stick, oder wie das Ding heißt. Savage Stick. Oh, da unten. Da ist wieder eins. Ich habe wieder einen Reh vor mir. Okay, wir sind aber schon mal viel weiter gekommen als die letzten Male, der Pox und ich. Das ist ja schon mal wirklich sehr vorteilhaft. Ja,
Ja, vorteilhaft ist vor allem auch, dass wir aber dass er wieder gestorben ist. Dings nicht löschen mussten. Ja. Ich finde die Intelligenz von diesen Dingern hier so geil. Kriegen nichts mit, schleißt die von hinten an. Fuck, der hält zwei Schläge aus. Nein! Aber ich habe jetzt das Problem, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er weggerannt und ich sehe ihn nicht. Wohin ist er gerannt? Scheiß Nebel! Hier ist auch so neblig, ja? Ja, ja. Das ist über die ganze Karte dann. Ja. So, gucken wir mal. Komische Wetterbedingungen. Blindex. Ja, yeah, why not? Ach, da oben ist wieder eins. Also einen großen Hirsch kannst du mit zwei Schwertern immer nicht platt machen. Echt? Schade eigentlich. Echt knorke finde ich, dass du noch selbst antwortest. Das ist auch schon rar bei YouTubern. Was? Wie meinst du das selber antworten? Ich antworte doch wohl auf das, was im Chat steht. Also im Chat beziehungsweise auf den Kommentaren. Ja, man muss aber auch dazu sagen, stopp, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen YouTuber nicht gut sind oder sonst was, ja. Überlegt euch mal, wenn man jetzt Gronkh als Beispiel nimmt, der hat über 4 Millionen Abonnenten, ja. Und wenn jeder von denen einen Kommentar unter jedes Video schreibt, wie lange willst du denn da schreiben zum Antworten? Und wenn dann noch jemand mit einer Diskussion anfängt, dann, jo, adieu. Also Gronkh hat aus sicheren Informationsquellen eine Tippse. Nein, das sowieso. Speziell die auf Fragen eingeht. Aber Gronkh hat aus sicheren Informationsquellen 10 bis 30.000 Kommentare jeden Tag. Welcher normale Mensch soll das beantworten? Tut mir leid. So, also ich hole jetzt hier gerade mal wirklich massig an Fleisch. Yeah, ich bin jetzt Lumberjack, Dad. Du hast Fleisch. Wie gesagt, ich baue mich jetzt hier wieder ein bisschen auf und versuche das Feuer anzuzünden und weißt ja, wie es ist. Ja, also ich habe jetzt hier schon mal, ich glaube, 4 Fleisch von Rehen. Man muss hier halt bloß die ganze Zeit ranschleichen, ne? Das ist das Doofe. Aber das ja, mit den Erzen ist hier wirklich sehr doof gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier vielleicht doch noch irgendwo Flint herbekomme. Ach, verdammt. Ich guck mal, ob ich jetzt Flint bekomme, weil Flint hatten wir ja kaum was, ne? Whetstone wieder. Und Lehm. Klar soll man Positives sagen, bloß es gibt auch wirklich Leute, die gar nicht auf ihre Kommentare antworten. Wo ich mir dann auch so denke, Leute, Pox, du glaubst nicht, was ich gefunden habe aus dem Stein. Nein, was denn? Eis. Eis? Eis. Wow. Auf einer Eisinsel hast du Eis gefunden. Ja, ich habe Eis gefunden. Also, es ist ja, nochmal. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit dem Eis beispielsweise einfach da ans Wasser gehe und mir da einfach Eis aus den Dingern da raushole. Ne? Also aus den Eisschollen. Ja. So ist es ja jetzt nicht, das kann ich ja nicht, ne? Also. Aber okay, gut. Oh, jedenfalls sehe ich wieder was. So, jetzt koche ich erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Ach, ich habe nur 3. Okay, egal. Nein, das Spiel hat leider keine Map. Es hat halt hier nur so Koordinaten und die sind auch, ja, 8.736225. 16.584 Pox und minus 494,8144, da bin ich. Ah, gut, ja. Warte, da komme ich auch gleich hin. So, was kann ich jetzt mit dem Eis machen? Nix. Ich kann zuschlagen. Hey, ich schlag dich mit dem Eis. Wollte ich schon immer mal mit so einem, wie hießen die? Milchkühe. Mit so einer Milchkuh geschlagen werden. Kennst du noch diese Eissorten? Milchkuh? Warte mal, muss ich ein bisschen nachdenken. Das waren diese ganz, 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 ganz kleinen. Die waren, glaube ich, damals für 50 Pfennig oder so waren die. Ja gut, zur Zeit die sahen von aus, Pfennig, das ist... Die sahen aus wie, wie sagt man das jetzt,
Ja, wie sahen diese Milchkühe aus? Das waren halt so längliche Stiele, die rund waren. Also es war wirklich so ganz klein. So. Ich weiß, die gab es in Vanille, Erdbeer und Schoko. Genau die. Dann weiß ich, was du meinst. Genau. War lecker, die habe ich gern gegessen. Ja, also das war mal sowas so neutral, nicht so irgendwie... Wobei, ja, diese Capri-Eis und so weiter mit Zitronen, die Capri-Eis sag ich jetzt schon, die Capri-Eis mit Orangen. Fand ich auch noch schlecht. Da gab's ja auch einmal mit Orangen und einmal mit Orangen-Vanille-Füllung. Also Orange-Vanille-Eisfüllung oder Milcheisfüllung, wie auch immer. Du meinst aber nicht, dass das große. Wow! Warum rennt hier jetzt ein Amrit-Dings durch? Nein! Was? Das ist unfair. Hier rennt jetzt so ein blöder, dicker, fetter durchs Camp. Jetzt kann ich die ganze Nacht im Kreis rennen. Und da steht auch noch einer. Was ist denn jetzt los? Ist bei dir einer voll ausgerüsteter, der da ja steht oder was? Und hier am Strand auch überall. Ist das, wenn wir die zweite Insel betreten, geht's dann so rund hier? Ich weiß es nicht. Also das finde ich nicht gut. Tro, wir überziehen gerade übrigens ein bisschen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt zu Pox zurück, versuche ihn dann doch mal den Hintern zu retten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Tschüss.